Heyo Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zum Fitnessstudio Simulator. Leute, wir sind hier mit unserem Hund Mr. Berger und der Tag hat gerade erst angefangen. Wir haben gerade 8 Uhr morgens und wir müssen jetzt erstmal zu unserem Fitnessstudio gehen. Ey Mr. Berger, wo bleibst du denn? Warum kommst du nicht mit? Hier Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr den Simulator genauso sehr feiert wie ich. So, du kannst ruhig mitkommen, Mr. Berger. Oder sollen wir den lieber zu Hause lassen? Ah, wisst ihr was? Komm, wir lassen Mr. Berger lieber hier zu Hause. Du passt mal zu Hause auf, weil im Fitnessstudio, Leute, da blockiert der manchmal ein bisschen die Gäste. Ist vielleicht besser, wenn wir den zu Hause lassen. So, wir gehen jetzt erstmal ins Fitnessstudio. Fitnessstudio ist zu 6% schmutzig, aber 91% Zufriedenheit. Wir sind Level 7. Und Leute, ihr seht schon, ab Level 8 können wir nämlich unser Fitnessstudio vergrößern. Und das ist nämlich mein Ziel für die heutige Episode. Ich möchte Level 8 werden und hier den größeren Bereich kaufen, sodass unser Fitnessstudio immer krasser und krasser wird. Oh, da will direkt hier jemand eine neue Anmeldung machen. Da sind wir natürlich direkt am Start. Hier Standardanmeldung. Dankeschön, danke. So, dann viel Spaß beim Trainieren. So, Leute, das Fitnessstudio ist heute mal wieder ultimativ dreckig hier. Ich sehe schon wieder hier die ganzen Fußabdrücke da. Zack, zack. Aber soll mir recht sein, Leute, weil dafür kriegen wir hier immer schön unsere Erfahrungspunkte. Das Spiel hier, der Fitnessstudio-Simulator, Leute, wisst ihr ja, ist ja vom gleichen Hersteller wie der Autohandelssimulator. Da warte ich auch schon die ganze Zeit auf neue Updates, bis da mal was Neues kommt. Aber aktuell gibt es da nichts. Deswegen, falls ihr euch fragt, warum schon lange kein Autohandelssimulator mehr gekommen ist, weil es einfach gerade keine neuen Updates gibt. Ja, ich warte auf das neue große Update. Dann gibt es auf jeden Fall auch wieder den Autohandelssimulator. So, hier müssen wir einmal ein bisschen aufräumen noch. Zack, 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 Leute. Aber ich muss ehrlich sagen, den Fitnessstudio-Simulator hier finde ich auch richtig, richtig cool. So, jetzt haben wir hier kurz ein bisschen Zeit. Oh, Fitnessstudio-Gestank? Warum ist hier Gestank zu 25%? Warum stinkt es denn hier zu 25%, Leute? Aber Mann, Leute, das kann ja hier nicht sein. Hier, benutzt mal ein bisschen Deo, Junge. Benutzt mal hier, du da. Ey, du stinkst hier alles. Du mockst hier alles voll, Junge. So, zack. Naja, hä? 75% Gestank hier? Was denn los? Mein Fitnessstudio versinkt hier im Gestank, ey. Ey, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut für meine Bewertung, dass hier 75% Gestank ist. Und alle Geräte kaputt? Ey, Leute, was ist denn hier gerade los? Ich würde ja gerne jemanden einstellen, der sich darum kümmert, aber dann krieg halt ich die Erfahrungspunkte nicht. So, und wir müssen ja die Erfahrungspunkte grinden, sage ich mal, um hier auf das nächste Level zu kommen. So, und du willst ein Sandwich. Aber ich glaube, langsam ist das hier zu viel. Langsam ist das hier zu viel für eine One-Man-Army, für eine One-Man-Show. Weil andauernd sind hier alle Geräte kaputt und sowas. Das ist hier, weil die Leute hier alles kaputt machen. So, zack, nimm mal hier dein Sandwich erstmal. So, oh, ey, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich wollte hier eigentlich gerade mal noch Werbung schalten. So, und was ist jetzt hiermit los? Hä, warum kann ich das nicht reparieren? Zum Inventar hinzufügen? Ah, ne, hier erstmal reparieren. Zack, zack, zack. So, easy, Leute. Das hier auch einmal reparieren. Oh, Leute, hey, der baggert hier eine Frau an. Das hier so und das hier schon wieder so. So, zack, der kriegt hier direkt eine Hintern. Hier einen Satz heiße Ohren kriegt der. Der kriegt erstmal einen Satz heiße Ohren, Leute. So, und zack, ihr seht die Erfahrungspunkte, wir kriegen immer mehr. Du willst einen Proteinshake, natürlich gerne. Du willst ein Sandwich. Ich mache lieber die Shakes, Leute, weil die gehen schneller als die Sandwiches. Aber gut, man kann sich ja nicht aussuchen. Ich wollte hier gerade eigentlich nochmal ein bisschen Werbung schalten, aber ich bin noch nicht dazu gekommen hier zeitlich, damit hier natürlich noch mehr Anmeldungen heute wieder stattfinden. Wir haben wieder 30.000 Dollar auf Lager, also wir haben sehr viel Geld. Es läuft hier wirklich gut bei uns aktuell. Werbepartner, zack, wir fetzen hier mal wieder schöne Werbung hin, kostet 3.000 Dollar, hält den ganzen Tag an. Und dann kommen hier hoffentlich ein paar neue Mitglieder und wir verdienen dadurch noch mehr Geld, Freunde. So, okay, 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 das läuft hier gerade eigentlich soweit. Was ich jetzt auch mal schauen wollte, ist hier wegen dem Fitnessstudio, weil ich habe gesehen, oh, da will sich jemand anmelden. So, natürlich, hier gerne. Weil ich habe gesehen, Leute, ey, jetzt kommen hier die ganzen Anmeldungen. VIP, oh, sehr gerne, VIP, das gibt hier richtig gutes Geld. Sehr gut, mit 3 VIPs haben wir unser Return of Investment schon wieder. Von der Werbung. Es kostet ja 3.000 Dollar. Also 3 VIPs und wir haben unser Geld schon wieder raus. Und du auch VIP? Sehr gut. Also ich glaube, wir sind jetzt schon wieder auf plus minus null. Das hat sich jetzt schon wieder gelohnt, die Werbung. So, da wollen noch ein paar Leute Shakes haben. Ein paar Shakies hier. Zack. Ein bisschen hier Protein. Ne? Ihr seid richtig... Ey! Da wird schon wieder eine Frau angebaggert. Ey, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich dreh durch hier. So. Zieht ab hier, Jungs. Zieht ab, Junge. Nicht hier im Paul Berger Gym. Paulberger Gym müssen sich natürlich alle wohlfühlen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und unsere Bewertung vom Fitnessstudio geht natürlich runter, wenn sich hier die Frauen unwohl fühlen. Das können wir natürlich so hier nicht lassen. So, okay. Ich wollte jetzt hier gerade nochmal schön gucken, ob wir hier den Außenbereich von unserem Fitnessstudio nochmal verändern können. Oder ob das auch erst... Ah, das geht auch erst ab Level 8. Okay, also wir müssen unbedingt Level 8 werden. Dann können wir unser Fitnessstudio nochmal ordentlich upgraden. Und uns fehlen auch gar nicht mehr so arg viel Erfahrungspunkte. Nur noch 560 Erfahrungspunkte. Also es geht jetzt relativ schnell. Hier noch ein bisschen Müll wegräumen, Leute. Hier, zack. Fitnessstudio sauber halten. Dann läuft der Hase. Wir brauchen, glaube ich, auch mal langsam mehr duschen und umkleiden.
Es wird langsam Zeit für mehr Duschen und Umkleiden, Leute. Es wird Zeit. So und zack und zack und das hier alles weg. Ich guck mal, ob ich das jetzt während dem laufenden Betrieb hier schaffe. So, Shop, Umkleiden. Ich kaufe jetzt mal insgesamt 6 Umkleidekabinen mehr. Dann kaufen wir mal insgesamt noch 4 Duschen mehr. 2 pro Ding. Und hier ein paar von diesen Spinden. Nicht, dass sie... Oh mein Gott, war das teuer! Ey, wir haben ja nur 13.000... Ey, lass die Frau in Ruhe hier. Wir brauchen ja $25.000 für das Upgrade gleich. Oh Leute, jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen Geld sparen hier wieder. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht dumm, dass ich das gemacht habe. Hier, komm, VIP, jawohl. Wir brauchen jetzt hier viele VIP-Mitgliedschaften. Ey, wir brauchen nämlich gleich $25.000, sonst können wir uns das Upgrade gar nicht leisten. So, ich versuche jetzt hier mal kurz die Duschen- und Umkleidekabinen noch aufzustellen. Umkleideräume, so. Weil ich glaube, langsam für die ganzen Mitglieder, die wir hier haben, sind 2 Umkleidekabinen zu wenig. Sage ich euch, wie es ist. Gut, das war jetzt natürlich hier schon ein dickes Upgrade, ne? 3 Umkleidekabinen mehr. Kostet natürlich ordentlich Geld. So, dann packen wir hier nochmal ein paar Duschen hin. Zack, 2 Duschen hier pro Ding mehr. Kostet natürlich auch alles ordentlich Geld, Leute. So, du kriegst direkt wieder eine übergeschaddert hier. Zack. Okay, also die Männerumkleide haben wir jetzt schon mal geupgradet. Die Schmutzfaktor ist hier mittlerweile auf 7% hochgegangen. Deswegen müssen wir einmal kurz hier durchreinigen. So, hier wartet jemand. Ihr wollt Shakes und Sandwiches. Natürlich, natürlich, natürlich. Kriegt ihr alles. Auch du kriegst hier noch dein Sandwich. Zack, zack, zack. So, du willst einen Shake? Ach, auch ein Sandwich. Okay. Noch ein Sandwich hier. Oh nein, jetzt ist die weggelaufen. Egal. Egal, Leute. Die kommt wieder. So, dann ist hier noch ein Gerät kaputt. Ey, Leute, jetzt... Oh, uns fehlen nur noch 300 Erfahrungspunkte. Also es geht hier echt gerade sehr schnell. Unser größeres Problem ist gerade eher das Geld, ja? Weil ich jetzt gerade so viel Geld in die Umkleidekabinen gesteckt habe. Das war eigentlich gerade echt ein bisschen doof. Ich hätte nicht gedacht, dass das so teuer ist, ein paar Umkleidekabinen zu holen. Wir haben irgendwie gerade $17.000 in Umkleidekabinen gesteckt hier. So, und zack, so. Und das hier wird auch einmal gereinigt. So, Fitnessstudio sieht wieder gut aus. Hier eine Neuanmeldung, sehr gut. Hoffentlich VIP, weil wir brauchen das Geld. Nein, niedrigste Klassen. Oh Mann, ey. Das bringt ja kaum was, Leute. Wir brauchen hier mehr Geld. Wir brauchen mehr Anmeldungen. Wir wollen nicht mal herkommen. Wir machen doch hier gerade schon dick Werbung. So, okay. Dann machen wir hier einmal weiter. Genau, die Frauen kriegen hier natürlich auch noch ein paar Umkleidekabinen. Insgesamt 3 neue und 2 weitere Duschen. Okay. So, Ladies, jetzt habt ihr hier mehr Umkleidekabinen. Und die Duschen kriegt ihr natürlich auch noch. Und die Schließfächer habe ich vergessen. Müssen ja auch noch aufgestellt werden. So, boah. Also langsam wird's hier, ne? Langsam wird's hier. So, dann kommen noch pro Umkleidekabine 2 Schließfächer hin. Können natürlich alle schön hier ihr Zeug verstauen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man keine Schließfächer hat, dann gibt es hier irgendwann Diebstähle und dann sinkt auch unsere Bewertung vom Fitnessstudio. Wir haben übrigens gerade eine 100% Zufriedenheitsbewertung. Eine 100% 5-Sterne-Bewertung sehe ich da oben rechts. Alter, Leute, wir haben richtig gut geführtes Fitnessstudio. Das ist richtig, richtig gut, Leute. Zack. Müssen wir natürlich hier nur noch dafür sorgen, dass hier alles schön ordentlich bleibt. Geräte reparieren. So, du willst hier einen Shake haben. Kein Problem. Zack, zack, zack. Füllen wir einmal nochmal ein bisschen auf für die Maschine. Okay, dann hier nochmal ein bisschen. Ey, Leute, wir sind jetzt hier wirklich gleich Level 8, aber ich hab's. Oh Mann, ey, uns fehlt aber das Geld. Wir brauchen $25.000. Wir haben gerade mal $17.000. Das ist gar nicht gut, Leute. Ich hätte echt ein bisschen besser aushalten müssen. Und zack. Aber egal, wir kriegen das Geld noch. Wir kriegen das Geld hier noch. Alles gut, Leute. Alles ist gut. Alles ist gut. So. Oh, guck mal, hier eine neue Anmeldung. Genau. Einmal bitte VIP. Mach bitte VIP. Ja, Ehre. Ehrenfrau. Ehrenfrau. So, sind wir schon bei 18.000. Jetzt fehlen uns nur noch $7.000. Jetzt fehlen nur noch $7.000, die wir brauchen. Und das, glaube ich, schaffen wir auch. Ey, Mann, der flirtet hier schon wieder. Junge, komm her. Komm her hier. Du kriegst einen übergezwirbelt hier. So, du kriegst jetzt hier erstmal dein Sandwich. Du kriegst einen Proteinshake. Ich glaube, das ist eigentlich sogar schlau, hier immer Sandwiches direkt auf Lager zu haben. Aber wir müssen auch bald wieder einkaufen gehen. Weil die werden eh gesnackt, früher oder später. Ja, Proteinshake ist auch leer. Wir bald nochmal ein bisschen einkaufen gehen. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt gleich Level 8. Wir sind jetzt gleich Level 8. Das geht hier so schnell, weil anderen irgendwas kaputt ist. Zack, zack, zack. So, die will jetzt hier ihr Sandwich haben. Ich werde jetzt gleich jemanden einstellen, weil wir müssen jetzt eh gleich nicht mehr Level machen. So, guck mal, wie ich es wusste. Wie ich es wusste, dass die Sandwiches weggehen. Ja, also gleich haben wir keine Sandwiches mehr im Angebot, ne? So, ich komm endlich ran. Wir müssen gleich erstmal wieder einkaufen gehen, wenn das hier so weiterläuft. So, und zack. Und den Automaten müssen wir auch... Oh, und wir sind Level 8, Leute! Oh, jetzt habe ich wieder nicht die Updates gelesen, die wir machen können. Aber ich glaube, das ist halt... Da stand nur das mit dem Ding, ne? Oh mein Gott, ey, Leute, ich werde jetzt hier gleich mal jemanden einstellen. Mir ist das hier echt zu stressig. Wir müssen jetzt hier eh keine Level mehr machen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier erstmal jemanden einstellen.
Wir stellen jetzt jemanden ein, damit wir uns gleich entspannt auf die Upgrades mal konzentrieren können. Personal einstellen. So, was kostet der? Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 2. Ich glaube, Geschwindigkeit 1 reicht sogar fürs Erste. Ein Mechaniker, wobei, der macht halt nur sauber. Wir brauchen einen zum Saubermachen und einen Mechaniker eigentlich hier, den Jackson. Oder wir kümmern uns noch selbst ums Reparieren. Dann kriegen wir noch ein bisschen XP. Aber zumindest einen, der dafür sorgt, dass es sauber ist. Okay, wir haben jetzt hier einen Mitarbeiter. Das nimmt uns schon mal ein bisschen Arbeit ab. Weil, wie gesagt, uns geht es jetzt hier eh nicht mehr darum, viele Level zu machen. Ja, sehr gut. Meldet euch alle anderen bei mir, damit ich hier Geld bekomme. Jawohl, Leute. Uns fehlen nur noch 2000, beziehungsweise nur noch 1200 Dollar. Komm. VIP. Nur noch 100. Ja! Leute, let's go. Let's go. Wir haben das Geld fürs Upgrade. Wo ist mein Mitarbeiter? Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wenn wir hier upgraden, damit hier alles schön weiterläuft. Gibt es eigentlich noch irgendwas, wo wir noch nicht jetzt direkt machen können? Ich glaube, dann stelle ich sogar auch einen Mechaniker ein. Ich glaube, ich stelle jetzt sogar auch einen Mechaniker ein, Leute. Oder? Ich weiß es nicht. Würdet ihr noch einen Mechaniker einstellen? So, der putzt hier alles sehr gut. So, wir reparieren das mal schnell. Ja, komm, wir machen erstmal Reparaturen noch selbst fürs Erste. Zack. So, und der Jackson sorgt hier dafür, dass alles ordentlich bleibt. Gut, jetzt kommen wir nämlich dazu, Leute. Jetzt können wir nämlich uns hier endlich mal das Upgrade kaufen. Unser Fitnessstudio wird jetzt vergrößert. Bam, Leute. Let's go. Oh mein Gott, jetzt drehen wir hier völlig durch. Ich glaube, jetzt können wir hier in die Wand rausreißen. Hammer benutzen. Wir machen hier einen Durchbruch. Wir machen hier einen Durchbruch, Leute. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Oh, einmal hier ein Durchbruch. Moin, 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 Leute. So, lasst euch nicht stören. Trainiert einfach weiter. Alles gut. Alles ist gut, Leute. So, eieieiei. Boah, jetzt doppelte Fläche hier. Doppelte Fläche. Das bedeutet doppelt so viele Mitglieder und doppelt so viel Cash am Ende des Tages. Apropos hier Mitglieder. Moin, was willst du hier? Niedrigste Klasse? Okay, schade. Aber egal. Aber ist okay für mich. Und einmal reparieren nochmal hier. So. Sehr gut. Leute, was machen wir denn jetzt hier? Was können wir denn hier noch machen? Hammer benutzen. Wahrscheinlich hier auch nochmal zusätzliche Umkleidekabinen. Boah, Leute, das wird hier echt ein Riesenprojekt jetzt, ne? Das ist jetzt hier wirklich ein Riesen-Gym. Ich glaube jetzt erstmal, bevor wir hier neue Geräte reinstellen für ordentlich Geld, würde ich jetzt hier erstmal die Außenfassade noch schön machen. Warte mal, da will jemand hier kurz nochmal. Warte mal, die ist sauer. Wer hat hier die angeflirtet? Wer war das? Wer hat hier die angeflirtet? Ah, du warst das hier, ha? Pass auf, komm ruhig aus der Dusche raus, dann kriegst du hier, kann ich hier durchschlagen? Nee, kann ich nicht. Schade. Schade eigentlich. Ja, Sandwiches, hier wollen schon wieder mehr Leute Sandwiches, aber die sind aus. Wir haben nur noch eins. Ihr könnt euch drum kloppen. So, hier Ladies first, sorry. Sandwiches sind aktuell leider aus. Ja, müssen wir uns auch gleich mal drum kümmern. Was können wir denn hier noch machen? Das hier noch weg. Wow, no way. Wir haben ein Schwimmbad jetzt hier. Füllen Sie den Pool. Leute, wir haben jetzt hier ein eigenes Schwimmbad. Wie krass ist das denn? Da füllt sich jetzt hier der Pool mit Wasser. Oha, Leute. Oha. Hier kommen wahrscheinlich die Umkleiden dann hin. Eieieiei. Oh mein Gott, crazy. Sehr, sehr crazy. Sehr, sehr crazy. Das wird jetzt natürlich übelst krass mit dem Schwimmbad. Ich würde aber am liebsten eigentlich den Teil hier nochmal zulassen, weil das sieht ja hier noch nach nichts aus. Ne? Wir haben kein Geld, um das jetzt einzurichten. Und unser Typ hier, unsere Reinigungskraft, der läuft jetzt hier überall rum. Und dann bleibt es hier in unserem Fitnessstudio weniger sauber. Ist eigentlich nicht gut. Ich glaube, ich muss da lieber eine Reinigungskraft Level 2 einstellen. So, auch nochmal VIP. Sehr gut. Hier VIP-Mitgliedschaften. Ja. Standard ist auch okay. Okay, wir gucken jetzt gleich mal, was das Upgrade für die Außenfassade kostet von unserem Fitnessstudio. Ich hoffe, das können wir uns leisten. So, okay, okay. Alter, ist hier dreckig. Ey, Leute, die Reinigungskraft kommt nicht hinterher. Ah, wir müssen einen Level 2 einstellen. Wir müssen Jackson entlassen. Ich mache es zwar nur ungerne, aber Jackson ist zu langsam, Leute. Jackson ist zu langsam. Muss ich hier das Wasser auch wieder abdrehen? Nicht, dass das hier überläuft, ne? Okay, muss man wohl nichts machen. Gut, 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 gut. Warte mal, der kriegt hier nochmal fürs Frauen anflirten. Kriegt der hier. Zack. Gut, Leute. Gut, gut, gut. Wir gucken jetzt mal. Ich glaube, ich werde mehr Personal einstellen, weil ich glaube, wir müssen gar keine Level mehr erreichen. Müssen wir noch irgendwas upgraden? Wir können ja mal schauen hier. Müssen wir für irgendwas noch ein höheres Level sein?
Nee, wir haben ja schon eigentlich jetzt hier so alles so gut wie möglich, oder? Das könnten wir uns jetzt auch kaufen. Aber ich finde eigentlich das hier auch cool. Wobei, also eine Glasdecke ist schon schöner. Nee, ich glaube, wir müssen gar kein Ding mehr machen. Oh, wir könnten natürlich noch ein Spa einbauen hier in die Umkleiden. Können wir uns das schon leisten? Oh mein Gott, okay, das ist natürlich... Oh, Level 9. Für 2 brauchen wir Level 9. Okay, also wir brauchen doch noch, müssen doch noch selbst ein paar Level machen. Aber alles entspannt, alles entspannt. Ich würde tatsächlich den hier einmal entlassen und hier eine bessere Reinigungskraft einstellen. Reinigungskraft Level 2. So, und ein Mechaniker brauchen wir noch nicht. Was ist das hier? Alter! Safe Barmitarbeiterin stelle ich ein. Safe Barmitarbeiterin. Das nervt mich nämlich total, da an die Bar zu gehen. Das auf jeden Fall. 100 Pro. 100 Pro. Das, wenn die jetzt noch einkaufen geht für mich, die Barmitarbeiterin, dann ist das natürlich eine richtig gute Idee. Weil dann, Leute, dann zahle ich der 600 am Tag und die holt auf jeden Fall mehr Geld für mich rein. Müssen wir mal gucken, ob die einkaufen geht oder ob ich das selbst auch noch machen muss. So, nee, macht sie nicht selbst. Okay, wir müssen selbst einkaufen gehen, leider. Müssen wir leider noch selbst machen. Aber ist okay, ich finde es okay, wie es ist, weil jetzt haben wir eine gute Reinigungskraft. Der macht hier alles sauber. Wir kriegen selbst noch ein paar Erfahrungspunkte durchs Reparieren. Das ist eigentlich eine gute Taktik, um nicht so komplett keine Erfahrungspunkte mehr zu machen. Oh, guck mal, Leute, da geht unser erster Badegast hier. Unser erster Badegast, Freunde. Oha, aber die Umkleiden hier sind noch gar nicht ausgestattet. Okay, gut, muss die halt da drüben in die Umkleiden gehen. Werden die... Ey, komm, hör auf, die Frauen hier anzubaggern, Junge. So. Das zieht meine Bewertung runter. Und ich habe keinen Bock auf schlechte Bewertungen. Okay, wir gehen jetzt erst nochmal hier schnell einkaufen. Zack, 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 zack. Damit natürlich die Barmitarbeiterin auch hier Gas geben kann. Wir kaufen alles, was geht. Ich kaufe alles leer, Leute. Ich kaufe jetzt hier einmal alles leer. Whey-Protein. So, das kommt natürlich dann auch in... Den Verkaufsautomaten können wir wieder was reinmachen. Ich weiß aber gar nicht, was man nochmal braucht, für den Proteinshake zu machen. Ich kaufe einfach mal ein bisschen davon, ein bisschen davon. Wenn nicht, wir hauen das einfach in den Proteinshake, in den Automaten rein. So. Wir wollen natürlich auch, dass die Bar genutzt werden kann. So, Barmitarbeiterin. So, Maschine ist wieder gefüllt. So, Sandwiches sind auch wieder auf Lager. Also du kannst jetzt wieder hier Gas geben, ne? Die Lilly kann jetzt hier wieder Gas geben. Okay, du machst hier sogar schon Proteinshakes vorbereitet. Voll gut. So, wir fügen hier direkt noch ein paar Sachen wieder ein. Zack, zack, zack. Damit der Automat natürlich schön gefüllt ist. So, dann kann er nämlich auch für uns Geld verdienen. Shop, Dekoration. Ist das Dekoration? Fliesen, Farben, Extras. Mülleimer. So. Poolstuhl. Oh, Poolliegen. Oh, auch wild. Müssen wir auf jeden Fall auch noch an den Pool ranhauen. So, hier ein paar Gummimatten. Dann können wir auch den Boden hier direkt noch einmal upgraden. Also Leute, hier, wie ihr merkt, im Fitnessstudio, man hat hier wirklich immer sehr viel zu tun. Hier ist wirklich immer viel zu tun. Zack. Alter, ey, hier die Badegäste, die geben ja hier schon richtig Gas. Ich hoffe, die benutzen jetzt hier nicht die Umkleiden, und weil hier ist halt noch nichts. Aber die gehen dann bestimmt drüber in die anderen. Die gehen bestimmt drüber in die anderen Umkleiden. Hier, das Papier muss ich mal noch entfernen. Das sieht ja hier nach nichts aus, Junge. Boah, ich würde auch gerne noch ein paar Poolliegen hier hinstellen, ne? Oh, wenn hier noch so Poolliegen stehen, ey, dann sieht das hier richtig gut aus. Junge, 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 langsam hier, also langsam lohnt sich das ja. Hä? Junge, ey, hör auf, den anzuflirten. Egal, ob Mann oder Frau, hier wird niemand belästigt, ey. So. Oh, hier nochmal schön reparieren, die sind auch andauernd kaputt hier, die Müllteile. Es läuft gut, es läuft sehr gut bei uns. Ich komme jetzt endlich mal zur Fassade. Wir machen jetzt endlich mal die Fassade fertig. Fitnessstudio, so, von außen. Was können wir aus... Oh, guck mal hier, Glasfront. Kostet aber ein Zehner. Kostet 10.000. Aber sieht natürlich schon viel besser aus. Okay, komm, wir machen das, Freunde. Uff, aua. Aua, aua, aua. 10.000. Wir sind jetzt wieder blank, Leute. Wir sind wieder arm. Warum können wir das hier nicht hier drüben auch machen? Ich dachte, das wird auf alles angewendet. Naja, aber okay. Genau, hier wollte ich jetzt noch einen Mülleimer aufstellen. Extras, genau, damit hier vielleicht nicht mehr der Müll hingeworfen wird. Wäre sehr nett, Freunde, wenn ihr das hier nicht mehr hinwerfen würdet. Wäre sehr, sehr nett. So, einmal den Müll damit. Wir sind ja schon fast wieder Level 9. Wir können gleich schon fast 2 Saunas oder Saunen hier noch reinkloppen. Aber wir können auf jeden Fall
Wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, bei den Männern und bei den Frauen noch eine Sauna in ihrem Kleid. Also dann ist das hier wirklich schon so ein Luxus-Fitnessstudio, ne? Mit Sauna, Schwimmbad, alles. Das ist voll das krasse Fitnessstudio, was wir haben. Also wer hier keine VIP-Mitgliedschaft abschließt, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Wir müssten eigentlich auch jeden Tag Werbung ballern. Jetzt ist hier nämlich die Werbung schon wieder weg. Wie viel Uhr haben wir? Oh, wir machen auch gleich zu. Gleich 20 Uhr. Gleich hier geschlossen. Sehr gut, wobei uns Reinigungskraft macht ja hier sauber. Da müssen wir uns ja eigentlich nicht drum kümmern. So, oh, macht die Feierabend oder was hier? Feierabend für heute? Ich glaube, da bei der ist Feierabend für heute. Ich würde jetzt echt gern noch den hier schöner aufstellen, so Pool liegen und sowas, aber die kosten 1000, ein Tausender das Stück. Und da geht, fehlt uns leider aktuell das Geld. Wir haben gerade mal nur noch 1500 Dollar am Start. Warum hat die jetzt hier schon Feierabend gemacht? Ich glaube, es hackt. Wer hat ihr erlaubt, so früh Feierabend zu machen? Das Fitnessstudio, jetzt schließt das Fitnessstudio. Jetzt habe ich hier gerade ein Sandwich noch drin. So, weg mit dir. Okay, aber war echt ein sehr erfolgreicher Tag heute. Fitnessstudio ist geschlossen. Poolbereich kann weiter ausgebaut werden. Wir haben geupgradet. Wir machen hier mal noch die Papiere weg. Das sieht ja hier echt auch nach nichts aus. So, so, so. Wir sind fast schon wieder Level 9, Leute. Holy moly. Holy moly, Macaroni. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier selbst noch ein bisschen das Fitnessstudio sauber. Ich glaube, unsere Mitarbeiter sind schon alle abgezicht. Nur noch 1%. Noch 1% Schmutzigkeit hier. Wo ist denn die Schmutzigkeit? Echt drüben im Poolbereich. Echt ist das hier drüben im Pool-Area. Der Schmutz. Sollen wir da auch mal reinjumpen? Ah, ne, kann ich leider nicht. Schade. Wo ist denn hier der letzte Schmutz hier? Der letzte Prozent? Das gibt's doch gar nicht. So, Tür schließen. Gym geschlossen für heute. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das soll es wieder gewesen sein von der heutigen Episode. Im nächsten Video werden wir den Poolbereich weiter ausbauen, Leute. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax. Ciao.